Auf der LearnTech 2015 ist jetzt René Brüger von Digital Education bei mir. Herr Brüger, welche aktuellen Trends werden wir auf Ihrem Messestand sehen? Also Digital Education gibt es ja seit 2008 und seitdem beschäftigen wir uns mit der Produktion von Inhalten für Lernmanagementsysteme mit der Methodik Videotraining. Klingt jetzt sperrig, als es ist. Das heißt, wir leben das Thema und bieten hier eben individuelle Lösungen, aber auch ein komplettes Programm mit fertigen Titeln in Schritt-für-Schritt-Anleitungen, immer strukturiert, im Prinzip wie ein Fachbuch. Mit Kapitel und Unterkapitel, kleinste Lernkapseln sind immer so 3 bis 5 Minuten und die Vortragenden sind erfahrene Trainerinnen und Trainer, die hier einfach wirklich Schritt für Schritt zeigen, wie es funktioniert, aber das Ganze eben so interaktiv und flexibel aufbereitet, dass jede Lernende selber entscheiden kann, in welcher Dosis sie sich das Wissen aneignet und wann immer und wo immer auch. Und das ist, glaube ich, eigentlich der große Clou und das große Momentum, das jetzt momentan eigentlich auch für dieses Thema bei uns ist, weil eben heute jeder seinen Computer in der Hosentasche trägt oder in der Handtasche und damit auch Zugriff hat auf unendliche Wissensbibliotheken und das natürlich auch nutzen kann und auch sollte. Ja. Wie wichtig sind für Sie und Ihre Firma zum Beispiel Schlagwörter wie Gamification? Entschuldigung? Also ich muss vielleicht dazu sagen, dass sozusagen diese Videotrainings, die wir machen, und für die wir auch stehen, dass die dann immer gut funktionieren, wenn sie möglichst authentisch rüberkommen. Das heißt, wir suchen bei den Trainerinnen und Trainern immer die Personen, die besonders gut im Thema sind und nicht die, die am schönsten sprechen, weil das über das Authentische einfach funktioniert. Also so, wenn Sie mir was erklären, dann kann ich das Wissen annehmen. Wenn Sie jetzt einfach eine Kunstsprache entwickeln, wird es schwierig. Ja? Und genauso sind auch die Videotrainings. Das heißt, unsere Trainings sind, also Lernen wird jetzt durch unsere Videotrainings nicht lustiger. Ja? Es bleibt immer noch Arbeit, aber es wird das Wissen leichter verfügbar. Welche Entwicklungen erwarten Sie von der Branche insgesamt? Wo wird es sich hin entwickeln? Naja, ich glaube, dass sozusagen die Zeiten es erforderlich machen, dass man einfach flexibler lernt. Und wenn Sie heute auf YouTube gehen und die Worte How to eingeben, dann haben Sie die Wahl von 180 Millionen Videos. Das heißt, das wird im privaten Bereich schon extrem gut angenommen. Viele produzieren selber Videos, andere konsumieren sie nur. Und es gibt kaum jemanden, der jetzt nicht mal in den letzten Wochen vielleicht nachgeschaut hat, wie baue ich jetzt das Weihnachtsgeschenk zusammen oder ähnliches mehr. Und dieser Trend wird anhalten. Wir stehen auch für diesen Trend, allerdings bieten wir eben Content an, der direkt in Lernmanagementsysteme integriert ist, aber die Methodik ist dieselbe. Und nachdem heute eben jeder seinen Computer in der Hosentasche trägt, kann er das auch überall nutzen und das ist eigentlich toll und schön. Dann vielen Dank und viel Spaß noch auf der LearnTech. Herzlichen Dank. Ihnen auch.